Nimm dir Zeit. Es klingelt an der Haustüre. Auch das noch. Als ob ich für sowas Zeit hätte. Wo sich auf meinem Schreibtisch die Pendenzen stapeln. Ganz zu schweigen von jenen, die noch in der Warteschleife in meinem Kopf ihre Runden drehen. Es klingelt wieder. Ich spuck einen Fluch aus, stemme mich von Stuhl hoch und eile die Treppe hinunter. Das ist sicher wieder so ein Student, der selbstgebasteltes Zeug verkaufen will, das niemand braucht. Den werde ich schnell abwimmeln. Dass die auch immer wieder zu meinem abgelegenen Haus finden. Ich reiße die Tür auf und blicke in ein strahlendes Lächeln. Guten Tag! Vor mir steht eine Frau mittleren Alters. Definitiv kein Student. Ich kauf nichts. Sparen Sie sich Ihre Mühe. Ich hab viel zu tun. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag noch. Ich will ihr die Tür vor der Nase zuknallen, aber sie ist schneller. Während ich meine Unhöflichkeiten auf sie loslasse, zückt sie ein Seifenblasendöschen, zieht den Kolben heraus und bläst völlig unbeeindruckt von meinen Worten eine Seifenblase durch den kleinen Ring. Seifenblasen? Echt jetzt? Schwankend zwischen Ärger und Faszination beobachte ich, wie die Blase immer größer wird, auf mich zuschwebt und mich umhüllt wie ein Kokon. Plötzlich fühle ich mich leicht. Ein tiefer Friede durchrieselt mich. Meine Schultern senken sich. Ich atme tief aus. Und ein Lächeln schleicht sich auf mein Gesicht. Alles sollte und müsste entschweben in einen diffusen Hintergrund. Nur der Moment zählt. Und was die Frau mir sagen will. Sie lächelt mich noch immer freundlich an. Nehmen Sie sich Zeit. Mit einer Stimme wie Akazienhonig erzählt die Frau von Zeitblasen, die dieses Gerät erschafft, und ihrer Wohltat für Körper und Geist und natürlich für die Seele, für die ganz besonders. Ich kann wählen, sagt die Frau, wofür ich die Zeitblasen nutzen will. Sie lädt mich ein, einzutauchen in das Meer von Möglichkeiten, welches die Zeit ist, wenn wir die Linie verlassen, auf die wir sie in unserer Vorstellung pressen. Sie ist nämlich keine Linie, erklärt die Frau. Sie ist überall, immer und gleichzeitig. Ich kann die Zeit dehnen und ziehen und verdichten. Ganz wie es mir beliebt und wie ich es gerade brauche. Sie haben Termindruck? Verlassen Sie die Zeitlinie in einer Blase Ihrer Wahl. Sei es eine Auszeit in Form eines Spaziergangs, ein Nickerchen oder dehnen Sie die Zeit, damit Sie in Ruhe Ihre Arbeit beenden können, ohne von der Uhr gejagt zu werden. Schieben Sie beliebig viele Zeitblasen in Ihren Tag, um all das zu tun oder eben einmal nicht zu tun, was Sie sich wünschen. Die Frau sticht mit dem Finger in die Seifenblase, die mich umhüllt. Sie platzt. Plötzlich erinnere ich mich an meine Aufgaben, an all die sollte und müsste, die über und hinter und in mir lauern. Aber der Druck ist weg. Ich lächle selig. Ich habe Zeit. Eins ist mir klar geworden in dieser Blase.
während die Frau zu mir sprach. Die Welt dreht sich weiter, egal was ich tue oder nicht tue. Aber was ist mit meinem Leben, meinem Wohlgefühl, mit den Dingen, die mir wirklich wichtig sind? Die werden von all den Sollte und Müsste von der Zeitlinie heruntergeschubst. Mit diesem Seiltanz ist jetzt Schluss. Ich will so ein Ding haben. Was kostet so eine Dose? Ich strecke meine Hand danach aus. Die Frau hebt ihren Zeigefinger und schüttelt den Kopf. Nein, verehrter Herr, ich verkaufe keine Zeit. Das geht nicht. Sie ist viel zu kostbar. Sie überreicht mir eine Dose Seifenblasen und ihre Visitenkarte. Nehmen Sie. Zeit ist ein Geschenk.